Und es geht gerade weiter mit dem Schwingerkönig David Roschi, da im dunklen Hemdli. Und zusammengegriffen hat er mit dem Pauli Lüent vom Mietenverband. Und der Schwingerkönig David Roschi gewinnt die Partie. Für Spannung sorgt auch der nächste Gang, der einheimische Fassbetoni rechts mit dem Berner Platter Walter. Gewinnen tut den Gang der Fassbind Toni. Jetzt für die Gäste haben wir einmal die Gelegenheit, über den Festplatz zu schauen. Da auf der Rigi Chum, fast auf 1800 Meter oben. Und wir sind schon bei der nächsten Partie zwischen dem Turnerschwinger, dem Berner Jo Stres und dem Leimbacher Erwin vom Mietenverband. Da gehen die besseren Punkte an Gast aus dem Bernbiet an Jo Stres. Und Zemp hat mein letzter Gegner geheissen, den ich zusammengegriffen habe. Und ich konnte hier meinen letzten Gang auch gewinnen. Da sehen wir den Steiner Toni, auch er in seinem letzten Gang. Und zusammengegriffen hat er mit dem Berner Gast vor Hugo. Und in der Partie Sieger der Steiner Toni. Ja, verehrte Gäste von an und fern, mit dem Paul Bachmann und dem Schwingerkönig David Roschi geht es in der nächsten und letzten Folge vom Rigi Schwingfest weiter. Wir sehen den hochinteressanten Schlussgang, Drangliste und Drangverkündigung. Ich hoffe, verehrte Gäste, Sie sind wieder dabei, wenn es heisst Rigi Schwingfest 1973.